Guten Morgen, guten Morgen. Wir haben 10.25 Uhr. Bin schon seit einer Stunde wach. Haben ja schon wieder fertig gemacht. Aber du glaubst es ja nicht. Heute ist eigentlich kein guter Tag vom Wetter her. Offiziell. Es hieß irgendwie was: 24 Grad, bewölkt. Und gegen Nachmittag soll es auch noch gewittern. Das ist nach wie vor so. Es soll heute Nachmittag gewittern. Aber, hör mal, wir haben jetzt wie gesagt 10.25 Uhr. Und jetzt zeige ich dir mal was. Das ist doch der Hammer, oder? Ich habe die Dachluken auf, ich habe die Seitentüre auf, ich habe die kleinen Fenster auf. Und trotzdem 30,6 Grad. Das ist doch übel, oder? Also hier drin schwitzt dir einen ab. Ja, ich bin nämlich eben auch schon wach geworden, so wie gesagt 9:30 Uhr, weil mir extrem warm war. Und ich habe eigentlich noch recht tief geschlafen zu der Zeit. Bin wach geworden und war triefend nass geschwitzt. Ne? Ich weiß nicht, ich denke, wir haben so 26 Grad, 27 Grad hier drin gehabt. Das ist zum Pennen einfach zu warm. Und ich habe natürlich den Fehler gemacht, gestern Abend noch einen Film zu gucken, statt eine Serie. Dann habe ich, glaube ich, noch so drei Viertel mitbekommen. Dann habe ich irgendwann im Halbschlaf, so im Übergang zum Tiefschlaf, gerade den Fernseher noch rausgeknipst und bin weggepennt. Es waren aber bestimmt schon 2:30 Uhr. Ja, ich wollte noch nicht ins Bett. Ich wollte halt echt nochmal was gucken, worauf ich jetzt Lust hatte. Ewig kein Fernsehen geguckt und naja. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal, ja, Kaffee nicht, das ist mir zu warm. Ich habe mir schon eine Dose Cola aufgemacht. Ich gehe jetzt hin und glaube, ich krame mir mal Müsli. Ich habe überhaupt keinen Hunger bei den Temperaturen. Kommt mir aber auch zugute. Vielleicht kleiner Zwischenstand auch da zum Gewicht meinerseits. Als ich ins Vanlife-Experiment gestartet bin, hatte ich 89 Kilo auf der Waage. Und bin mittlerweile bei 85 angekommen. 85,5, glaube ich. Und das liegt aus meinem Empfinden nicht daran, dass ich selber das Gefühl habe, ich hungere jetzt oder so, oder dass ich mich gesünder ernähre als vorher. Ich glaube, das hängt nur damit zusammen, dass man dieser Umgebungstemperatur mehr ausgesetzt ist und dadurch automatisch auch weniger isst. Jetzt zum Beispiel, ich habe echt keinen Bock zu frühstücken. Ne? Meine Güte, bin ich im Arsch. Ich schwitze hier den ganzen Tag. Es sieht nicht danach aus. Ernsthaft nicht. Der Himmel ist total bewölkt. Und ich habe hier drin nonstop den ganzen Tag schon über 30 Grad. Siehst du das hier? 30,7. Und es ist so drückend. Ich schwitze und schwitze und mache eigentlich gar nichts. Ich habe jetzt die ganze Zeit am Computer gearbeitet. Und wir haben schon 17:10 Uhr. Habe ich extra gemacht, um die Zeit auszunutzen. Denn bei den Temperaturen, bei 32 Grad, will ich nicht da hinten im Schrank rumwursteln, um den Staubsauger da einzubauen. Das will ich aber heute unbedingt noch machen mit dir. Aber eine andere coole Sache wollte ich dir unbedingt noch zeigen. Wir gucken mal zusammen in meinen Rechner. Ja? Wir haben ja mal im Q&A-Video auch über meine Internetlösung gesprochen. Und da bin ich doch gerade echt vom Glauben abgefallen. Das hier ist eine Seite, da kann man einen Speedtest machen. Jetzt guck dir das mal an. Leute, ist das der Hammer oder ist das der Hammer? 55, 57, 58. Heftig. 58 Mbit. Und er geht noch höher auf die 60. Und das sogar mit einem Upload. Guckt ihr das an? Das ist so Wahnsinn. 20 Mbit Upload, 21, 22, 23, 24. Ey. Leute, glaubt ihr das? Ich habe mit einem LTE-Router und einer mobilen Datenkarte 60 MB Download, 25 MB Upload. Krass, oder? Ich habe gerade innerhalb von, sagen wir mal, einer halben Stunde ungefähr, na, vielleicht eine Dreiviertelstunde hat es schon gedauert, aber knapp 4 GB als Video, nämlich das Q&A, hochgeladen. Ne? Also Rambazamba fix war das heute mal. Und dabei stehe ich hier an der Stelle, wo ich schon öfter mit euch zusammengestanden habe. Also keine Ahnung, was da los ist, ob die irgendwie an dem LTE-Mast was verändert haben, ich weiß es nicht. Im Übrigen, ich habe mir eben die ganze Zeit immer wieder, man sieht das auch, ich sehe anders aus als eben, immer wieder die Birne da ins Becken gehalten, schön kaltes Wasser drüber laufen lassen, die Arme nass gemacht, ja, um mich selber runterzukühlen. Vor allen Dingen dann auch über die Verdunstungskälte, die da noch entsteht am Körper, hielt es dann aus. Aber das ist schon echt bullig heiß, also echt anstrengend. Und es wird ja erst so richtig heiß, ne? Hatte natürlich auch was für sich, obwohl die Sonne nicht die ganze Zeit draußen war, war es trotzdem sehr heiß. Es hat sich auch nicht abgekühlt. Sollte eigentlich schon zu 2 Uhrzeiten mit 80% Regenwahrscheinlichkeit auch hier donnern und gewittern.
kam nichts runter, hat sich nicht abgekühlt und ich habe hier immer noch 30,5 Grad drin. Das macht einem echt mürbe. Aber trotzdem, ich war schon produktiv, habe einiges geschafft und auch auf dem Blog, also auf www.vanlife-experiment.de habe ich jetzt die ganzen Videos auch eingepflegt. Da kannst du dir die auch alle wie auf YouTube nochmal angucken. Da sollen irgendwann nochmal ergänzende Inhalte drauf, aber das machen wir dann später mal, wenn das Vanlife Experiment vorbei ist. Und ja, was ich jetzt mache, ich muss noch so zwei, drei Handgriffe hier in YouTube machen. Dann hoffe ich wirklich mal, dass echt was runterkommt. Aber so oder so werden wir heute auf jeden Fall noch den Sauger in den Schrank einbauen. Das würde ich mir nicht nehmen lassen. Da denke ich gerade, was nervt hier die ganze Zeit so furchtbar? Da ist das ein Heli, der genau, aber kerzengerade in der Luft steht und sich keinen Millimeter bewegt. Also von hier aus nicht erkennbar. Der steht wirklich auf der Stelle. Sehr schön. Regen, du hörst schon, es regnet. Was ich ja sehr begrüße, denn dann kühlt es sich ab. Es ist mittlerweile nicht mehr 31 Grad, sondern nur noch 28,7 hier drin. Das Problem ist aber, dass mit dem Regen auch Gewitter einherging. Und du kennst meine Regeln, die ich mir so zu Herzen nehme, wenn es gewittert. Alles schließen. Das bedeutet, weil Blitz und Donner eben auch schon wieder da waren, sind die Fenster zu. Und es kühlt nicht wirklich weiter ab. Es heizt sich natürlich auch nicht mehr auf, weil die Karosse jetzt einmal kalt ist. Ja, also das wird jetzt schon kühler mit der Zeit. Muss man ein bisschen drauf achten dann, ne? So, das Fach, also sprich vielmehr der Schrank unter dem Kühlschrank, in dem ich ja mit den Staubsauger mit dir einbauen möchte heute, den habe ich schon leer gemacht. Und ich zeige dir den mal gerade. So, hier ist besagter Schrank. Du siehst schon, das ist eigentlich ein Kleiderschrank. Ne? Da ist hier oben eine Stange drin, die benutze ich aber eigentlich fast gar nicht. Da ist nur ein leerer Bügel hier, falls mal irgendwas aufgehangen werden muss. Ja, und ansonsten ist hier in dem Schrank nicht mehr viel drin, außer ein Duftbäumchen, was schon ein bisschen zu alt ist. Man riecht davon nichts mehr. Aber den halte ich nur da hingehangen, weil hier der Mülleimer steht. Und da habe ich mir diese Winkel hier mal in den Boden gedübelt. Da sind aber nur zwei kleine Schräubchen, die müssen ja nichts aushalten. Sind trotzdem sehr fest. Aber hier steht nochmal mein Mülleimer. Und wenn in dem Schrank nichts drin ist, nur der Mülleimer, reichen diese zwei Winkel, obwohl da keine Schrauben in den Mülleimer reingehen, um zu verhindern, dass der irgendwie umfällt. Das ist total genial und super einfach gewesen. Einfach zwei Winkel, die sind so ungefähr 3 cm hoch und das reicht, um den so zu fixieren, dass er nicht rumrutscht oder umfällt. Und jetzt zeige ich dir mal, was vorher in dem Schrank drin war, was ich schon alles rausgeräumt habe. Da siehst du eine ganze Batterie, absolutes Chaos. Besagter Mülleimer, Toilettenpapier. Noch mehr Toilettenpapier und hier sind noch ein paar Feuchttücher. Ja, und ansonsten habe ich halt hier noch so eine, also eigentlich so eine kleine transportable Kühltasche, aber halt in einem Hartplastikformat. Und hier lagere ich nochmal so Gaskartuschen drin. Das passt ideal, denn wenn der Mülleimer da hinten drin steht, wo er hin soll, passt das Ding ideal noch dahinter und klemmt den sogar noch ein bisschen fest. Gleichzeitig ist das Fach unter dem Kühlschrank das kälteste Fach und zusammen mit dieser Kühlbox, sage ich jetzt einfach mal, verhindere ich einfach, dass mir die Gaskartuschen, egal was passiert, um die Ohren fliegen können. So sind die also immer bestmöglich isoliert, dass da nichts passieren kann, selbst wenn es hier drin 60 Grad werden sollte. Das war so die Idee, die ich da hatte. Und so sind die Kartuschen für diesen Kocher, den du auch kennst aus dem Video, was ich mit meiner Schwester das letzte gemacht habe, wo auf dem Wohnmobilstellplatz standen, der kostenfrei war. Da habe ich die Kartusche dann hier dann auch rausgeholt und dann tatsächlich verwendet mit diesem Gaskocher. Gut, aber darum den geht es gar nicht. Geht es jetzt wieder hier um den Schrank. Hier liegt zum Beispiel schon ausgebreitet alles aus der Bastelschublade. Du kennst das. Und ja, da ist halt dann wichtig, dass ich hier zwei Schräubchen habe, die dahin passen. Die habe ich mir auch schon rausgesucht. Da liegen sie. Die haben genau die Länge, dass die, wenn ich die in die Station versenke, die auf der anderen Seite des Schranks nicht wieder rauskommen. Und hier an diese Seite möchte ich gerne den Staubsauger ranmontieren, dass der da unten spannungsfrei auf dem Boden steht und einfach nur gerade so eingehangen werden kann, möglichst ohne eben Gewicht auf die Wandhalterung auszuüben und damit ich ihn dann laden kann. Und das machen wir jetzt und in dem Zusammenhang war halt hier ein kleiner Akkuschrauber schon mal aus dem Heck geholt. Ja, und ich mache das jetzt so, ich stelle die Kamera mal zur Seite, einfach mal ja hier so hin wahrscheinlich gucken und dann kannst du nachverfolgen, was ich da so mache. So, also erstmal hinstellen, wie er später auch stehen soll. Die Wandhalterung ist schon hier mit dran. Ich weiß nicht, ob du es von da aus sehen kannst, den aber schon. So, und der soll hier in die Wand. Jetzt messe ich einmal die Höhe vom Boden spannungsfrei, also so, dass der auf dem Boden steht. Die Höhe vom Boden bis zum Bohrloch, das sind 63,5
Zentimeter, ziemlich genau. Ja, 63,5. Alles klar. So, und jetzt messe ich nochmal. Hier vom Boden nach oben 63,5. So, da wo ich den gerne haben möchte, mache ich mir jetzt einfach eine Markierung drauf. Und da setzen wir jetzt die Wandhalterung rein mit einer Schraube erstmal. So, Wandhalterung hängt. Nicht zu fest, es geht nur darum, erstmal zu testen, ob das jetzt so passt. Gut, die Lampe sollte drin bleiben, sonst siehst du nichts. Ja, bombastisch. Aber genauso wie es sein sollte. So, zeige ich dir. Der steht also auf dem Boden. Ja, steht auch genau drauf. Ja, steht fest. Und das gesamte Gewicht, also der Großteil des Gewichts, lastet jetzt unten auf dem Saugerfüßchen. Und ich habe den jetzt ungefähr auf der Höhe, auf dem ich den haben möchte. Und eine Schraube, wie gesagt, ist erstmal da drin, aber dann machen wir die zweite auch noch rein. Und dann kann man den einfach später hier so rausziehen. So. Genau. Und jetzt die zweite Schraube noch rein, mal alles schön anziehen. Ich habe mir noch was anderes einfallen lassen. Mal gucken, ob der Plan auch aufgeht. Da geht es sich dann um eine Halterung für das Rohr. Ne? Der hat ja noch so ein aufsteckbares Rohr, um den zu verlängern. Hält bombenfest. Ideal. So. Und hier kann man das Kabel dann nämlich rausführen. Die Überlegung war halt einfach, dass der hier spannungsfrei steht. Das tut er jetzt. Du siehst auch, ich habe hier noch nach links und rechts ein bisschen Platz gelassen. Ich habe den relativ mittig montiert. Du siehst es schon, ich schwitze wie ein Elch. Ich weiß gar nicht, ob Elche schwitzen, aber wenn sie schwitzen, dann bestimmt so. Ja, also grundlegend, ich bin fertig. Also mit dem Einbau des Saugers, ich zeige es dir mal. Wo nochmal die Leuchte mit reingehalten. Hier siehst du das jetzt. Also nochmal steht spannungsfrei auf dem Boden. Und hier habe ich mir jetzt einfach so einen Stangenhalter. Das ist eigentlich, kommt sowas in eine Garage. Ja, das ist zum Beispiel, um Hacken oder sowas festzuhalten. Das kriegst du in jedem Baumarkt. Aber das habe ich gerade eben mal getestet, ohne es montiert zu haben, ob das Rohr da reinpassen würde. Und es passt. Ist genau die maximale Weite, die das Ding gerade noch sicher halten kann. Und hier unten ist die kleine Bürste montiert. Die habe ich da einfach mit reingesteckt. Die steht aber nicht auf dem Boden auf, um die nicht halt unnötig, ja, zu verbeulen oder von der Form her zu verändern. Die hängt also ein bisschen in der Luft. Die kann man aber natürlich hier die Stange hoch und runter ziehen. Das hat jetzt den Vorteil, wenn ich mal schnell über die Polster saugen will, dann kann ich den hier so rausziehen und das direkt mit der breiten Bürste machen. Wenn ich dann aber feststelle, nee, das reicht nicht, oder ich brauche vielleicht auch die kleine Bürste oder so, dann kann ich mir die Stange noch rausholen, das adaptieren oder halt den Boden saugen. Dann hole ich aber, dann greife ich dann den zweiten Griff nach da hinten. Deswegen habe ich den nicht hier vorne hingemacht. Das war erst der Plan, die hier hin zu machen. Da habe ich aber gesagt, nee, das ist immer blöd, dann hängt die immer im Weg, wenn du den Sauger greifen willst, naja, fällt die dann raus oder um, und das muss alles nicht sein. Ja, so sieht es doch sauber aus. Und jetzt testen wir mal, ob das Laden auch so funktioniert. Strom ist hier eingesteckt. Hier kommt der Strom entlang und Leder, Leder, Leder. Jawohl, guck mal. Kann ich also auch im Schrank dann so laden. Wie gesagt, schade ist ein bisschen, dass es kein dünneres Kabel ist oder keine Steckverbindung hat, dass man hier ein kleines Loch hätte durchbohren können, hier oben vielleicht, um die Kabelführung dann hier nach außen zu legen oder das Kabel im Bedarfsfall dadurch zu reichen. Aber das Schöne ist ja, es geht auch so. So, jetzt ist er wieder eingeräumt. Du siehst schon, der Sauger steht. Hier drunter sind jetzt die Tücher. Einfach den Platz mit ausgenutzt. Da liegt natürlich jetzt kein Gewicht am Sauger an oder dergleichen.
Hier ist das Toilettenpapier, das ich da mal im Angebot gekauft habe. Hier ist diese Kühlbox und hier ist der Mülleimer. Und hier hinten ist dann nochmal so ein kleiner Wäscheständer. Den habe ich jetzt einfach da hinten mit hinter den Besen geklemmt. Diesen Schaumstoffbesen, da unten siehst du nochmal, der ist nochmal hinter diese Kühltasche geklemmt. Ne? Ja, und ja, da hängt halt das Rohr und da halt der Sauger. So, da unten habe ich jetzt das Kabel mit reingelegt. Ich habe mir überlegt, ich mache das doch nicht durch die Türe. Ich werde das später einfach hier vorne dran vorbeilaufen lassen, also hier drauf. Dann werde ich die Türe einfach nur anlehnen und dann das Kabel zur Steckdose führen. So Leute, ich bin völlig zerstört. Ich kann echt nicht mehr. Der Tag heute war Sauna hier drin. Ja, wenn ich nicht immer so ein Energiegeizhals wäre, ne? Hätte ich einfach den Inverter anschmeißen können und den Wendy laufen lassen. Aber weil ich heute nicht, weil ich so lange am Laptop gesessen habe und ja, es teilweise auch echt bewölkt war und keinen Strom reinkam, ja, war ich natürlich wieder sparsam. Eigentlich total bekloppt. Ich habe noch 92% jetzt Wohnraumbatterie und ich glaube 94% die Heckbatterie. Also ich hätte durchaus mal eine Stunde den Wendy laufen lassen können. Oder auch jetzt gerade. Wobei eigentlich so, jetzt wenn man sich nicht bewegt, geht es ja wirklich. Aber wie dem auch sei, ich packe hier alles wieder weg, mache wieder alles auf Vordermann. Und ich sage schon mal bis morgen, denn ich melde mich dann heute nicht mehr. 8:45 haben wir jetzt. Wird dann noch Zeit für die Kiste. Ich werde heute nicht alt, garantiert nicht. Na, das war gestern eindeutig zu spät. Heute Morgen schon mit einem Kreislaufkollaps geweckt worden. Also dann das Makabere ist auch. Ich habe heute bestimmt 1,5 Liter Wasser getrunken und ich war noch nicht einmal auf Toilette. Und das alles nur, weil man das alles wieder ausschwitzt. Ne? Alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Abend und sage bis morgen. Mach's gut.